Ja, wir, die fröhlichen Plunderpatrouillen, zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel und wir suchen uns direkt nochmal. Da mich vorhin ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen, vielleicht den einen oder anderen Zug hätte anders machen müssen, damit es nachher besser läuft. Naja. Wir gucken nochmal. Oh, Karten zerstören sind immer gut. Help? Oh, da kommt er schon. Wesentlich früher als auch schon. Und russisch Roulette. Roulette, Entschuldigung. Ja, war ja klar. Der bringt mir leider auch nichts. Der Rabe kommt zurück. Was haben wir sonst noch so? Ja gut, verbannen. Könnte man machen, muss man aber nicht. So, ein anderes Monster. Wen könnte man rufen? Wen könnte man? Wen will man? Ja, wir gucken mal. Wieder müssen die bekannte Kombis und so spielen oder zum Teil ein bisschen was anderes. Mm-hmm.
Ja, der klappt gerade nicht mehr. Ja, nee, die Karte ist irgendwie doof. Aber nur weil es kann. Das ist nämlich eine flotte, Freunde. Okay. Der Versuch war schon gut, ja? Das muss man lassen. Also, das hat ordentlich wehgetan bei mir. Okay, der schon wieder. Mal schauen, was der Gegner so machen will. Der Schwarzbart, ey, mit dem kleinen Ring wie, keine Ahnung. Ich Albträume von dem Typen. Ja, ist langsam mal gut hier, ne? Mann. Ich schmeiß erstmal den weg.
Ah genau, Schwarzbart. Mir fehlt irgendwie noch so ein bisschen die Kombis, wo ich wieder die Monster hier aufs Feld rufen kann, weil die gibt es auch. Der wäre aber irgendwie gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ja, ist langsam mal gut hier oder was? Okay. Sorry, ich kapiere, das ist Deck, das ist einfach nicht meins, merke ich irgendwie. Wieder immer und immer wieder Kombis auf meine eigenen Züge aktivieren kann, was mir irgendwie nicht richtig kann. Wie gesagt, dieses irgendwie. Das ist. Ich weiß nicht, was los ist. Ist einfach nicht meins, ich muss ganz ehrlich zugeben. Das widerspricht irgendwie meiner sonstigen Duellart. Warum kann ich in der Monster-Zauberkanzone haben, aber die ich irgendwie sonst nicht nutzen kann? Das ist irgendwie völlig absurd. Also nicht absurd ist die Strategie, die das Deck irgendwie mit sich bringt, sondern absurd ist, dass ich es irgendwie verstehe. Immer mit demselben Fehler mache. Das finde ich absurd, so muss ich sagen. Ja, Problem ist halt, kann ich auch den abwerfen, die hier rufen, ne? Klappt ja alles, sehr schön. Ich kann auch den rufen, wunderprächtig. Und mal so anrufen. Ich glaube, den Effekt habe ich auch zu wenig genutzt. Falls ich keinen Plünderpatrouillen gerade ausgerüstet ist, es ist so creepy irgendwie. Ich schnall dieses Deck nicht. Ich weiß, das muss jetzt so aussehen, als würde ich mich total wie der letzte Depp oder so anstellen. Und so fühle ich mich auch ehrlich gesagt. Manchmal haben wir schon einige Duelle hinter uns und ja mit anderen Decks sind die alle keine Probleme, aber das hier ist irgendwie so. Wie gesagt, es widerspricht meiner eigenen Duellnatur. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass halt zum Teil Karten ausgerüstet werden, die aber auf den ersten Blick gar keine Effekte haben. Oder dich nicht stärker machen oder so. Wenn zum Beispiel heißen würde, hey, rüste mich mit einer Karte aus und mit der Karte kriege ich 500 Angriffspunkte dazu. Das wäre dann ein bisschen was anderes.
Aber hier ist so, manchmal passiert was, manchmal nicht. Das Stern statt Funkendrache, okay. Ja. Also ich meine, wir haben noch ein paar Minuten, um es zu versuchen, ne? Ich will ja jetzt sagen, in dieser Abschlussphase, diesem Let's Play will ich, keine Ahnung, was der die ganze Zeit hier treibt, will ich eigentlich pro Folge quasi ein Kapitel durchmachen. Außer die Sternenhelden, sag ich jetzt mal, das ist ein bisschen was anderes. Deswegen, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, um das nochmal ein bisschen zu testen, aber wenn es dann nicht klappt, dann lassen wir es, weil eben. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Drang, alles 100% zu machen, aber tatsächlich nicht mehr, vor allem nicht mehr auf Kosten der eigenen Lust quasi. Also was kann natürlich auch das Lust generell im Spiel verderben oder generell an Yu-Gi-Oh! Spielen selbst, dann sage ich mir lieber, nee, fürs Erste lieber pausieren oder eben das Solo-Modus, die Art, das Kapitel, whatever, halt beenden und dafür zu einem anderen Zeitpunkt nochmal loslegen. Mach's lieber so. Geht schon super los, ey. Totenkopfschiff, So, Spielfeldzauber ist eigentlich immer gut. Eine andere Spielzahl. Okay. Schiff Lys. Ja, komm weg damit. Kernzerstörung mit dem Deck. Ja, kann natürlich schon funktionieren. Sehe ich auch ein, aber dann war es sehr weniger. Warte mal, war das jetzt nicht die Karte, wo ich jetzt sagen kann, die ich ausrüsten mit einer Zauberkarte? Mit der hier zum Beispiel. Und an den anderen Karten wird es natürlich auch gehen. Ah, der wäre das. Okay, jetzt macht es langsam ein bisschen mehr Sinn. Gut, der hier geht auch, ja, denselben Effekt eigentlich. Dann nimm das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet war, und rüste das speziell von ihm mit diesem Effekt aus. Der ist natürlich gefährlich. Es wäre zum Beispiel was anderes, wenn ich jetzt sage, hey, ich rüste das so nochmal aus. Zum Beispiel mit dem nutze dann den Effekt. Und sage, yo, ich hätte gern die Karte, und dann sage ich es mal die Karte. Okay, und habe es nachher so ausgerüstet, gegenseitig. Okay.
Das wiederum wird dann irgendwie so funktionieren, glaube ich. Es geht. Ich glaube, ich steige langsam dahinter. Wieder mal. Wie so oft eigentlich. Es ist verwirrend, dass ich irgendwie Monster von mir auswähle, ein Monster vom Gegner. Ich wähle dann irgendwie Monster von meinem Extra-Deck. Und dann rüste ich an mein Monster, das ich ausgewählt habe, dann mit dem Deck, was ich gerade gerufen habe. Mit dem Monster, was ich gerade gerufen habe. So, jetzt muss ich ja fast. Weil er mich gerade irgendwie ein bisschen Wintersegel genommen hat, eigentlich. Okay, und die dann einfach so. Die Hand nehmen, damit ich auch Material habe. Okay, okay. Also er kann gar nicht angreifen hier, super. Theoretisch kann ich ihn rufen. Ah ne, warte mal, das geht nur, wenn es abgelegt wird. Also theoretisch, wenn ich jetzt sage, wenn ich die rufen will, den ablege, kann ich seinen Effekt nutzen, um ihn nachher... Okay, okay. Oder eben kann den direkt rufen, anderes Monster hier wählen. Das auf die Hand nehmen. Man denkt auf das Feld rufen, wäre es lieber gewesen, aber okay. Ich finde es immer noch seltsam, das Deck. Ja, jetzt muss ich leider. Jetzt geht es sich mehr anders. Den Teil aber schon verstanden. Kann ich auch wieder ihn selber immer wieder nutzen oder was? Ja, gut, wenn das geht. Aber er kann seinen eigenen Effekt nicht immer wieder nutzen, wa? Problem ist, ich kann den Schwarzbart einfach nicht rufen. Weil ich müsste dafür hier oben hinlegen. Ich glaube, das geht gar nicht mehr, wa? Ja, vor allem Verteidigungsposition, das klappt sowieso nicht. Das kann ich sowieso vergessen. Theoretisch könnte ich den wieder machen. Mhm. Also generell irgendwie so ein Ding nutzen hier. Nixis Beschwörung. Ihr könnt nochmal Schwarzbart hier oben rufen. Das wäre auch eine Option.
Doch nutzt seinen Effekt, warte mal. Es ist und bleibt noch ein bisschen verwirrend, ja, man kann ihn rufen, ich könnte auch mal das andere Schiff rufen. Ich könnte aber stattdessen einfach sagen, nee, ich greife an und wir haben es gewonnen. Endlich. Ich glaube halt echt, ich habe deswegen Mühe, weil es so ungewohnt ist. Ausrüstung, also Karten, mit denen ich halt ausrüste, die in der Zauberfallenkarte liegen, so zu nutzen. Das war gerade echt schwierig, also schwierig, in Anführungszeichen. Schon ein bisschen creepy, das muss man zugeben. Kann deinem Deck auf dem Friedhof zu legen, eine Karte als wie Nadelwurm nutzt. Oh Gott, ey. Nee, nee, komm, wisst ihr was? Das ganze Ding macht mir komplett kirre. Machen wir das Ziel und gut ist. Ja, auf Meister Lys ist wohlbehalten zurückgekehrt. Der Kapitän scheint gut gelaunt zu sein. Das ist ein gutes Zeichen, wenn ich raten müsste. Wir sind bereit. Die wartende Gruppe ist bereit für die Eröffnung des Banketts. Das ist eine tolle Sache. Hey, meinst du das? Bekommen wir vom Kapitän ein Fernrohr. Voll süße Baby irgendwie. Gib dir alle Mühe, ja? Die hat man doch gar nicht bekommen. Ich auch nicht. Eine Wasserkugel. Okay, das war eine schwierige Geburt. Für mich zumindest. Das war jetzt wirklich irgendwie einfach nicht meins. Klingt doof, aber ist so. Okay, dann haben wir hier das Volk der Tiefsee, Herrschaft über Träume. Dunkeltödliche Rache, die Bewohner, längende Sternhelden, Mutant-Mutation. Die Rika-Feen steigen herab, das wird was anderes hier unten. Und die habe ich irgendwie sowieso keinen Bock. Und dann natürlich noch das weitere Vorgehen von Legende Sternhelden. So, wenn wir sagen, Freunde, nächste Part geht es also hier weiter mit dem Solo-Modus von Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ich würde sagen, erfolgt das Tiefsee. Wenn das so klappt, ich mir das vorstellen, wenn wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgen, beziehungsweise 8, 9, vielleicht noch 10, noch, je nachdem, wie lange das mit den Sternhelden dauert. Bevor ich dann das Let's Play hier vermutlich vorerst mal in die Pause schicke. Oder auch schon vorher, wir müssen mal gucken. Wenn es im Zeitpunkt diese Folgen dran wären, noch andere Spiele davon gezockt zu werden. Aktuell muss ich sagen, drei Strategiespiele zu zocken ist schon heavy. Yu-Gi-Oh!, Arno und Fire Emblem, das ist nicht ohne. Und irgendwie will ich keins davon wirklich aufgeben oder irgendwie sagen, das zocke ich jetzt mal nicht mehr. Obwohl doch schon, aber aus anderen Gründen. Und irgendwie Yu-Gi-Oh! Master Duel momentan, Solo Modus immer ein bisschen dasselbe. Vor allem diese seltsamen Geschichte zum Teil. Außer also natürlich eben Sternhelden und so, das macht schon Bock. Doch das mit den Fähres Heiligen Frühlings hat mega Bock gemacht. Die Kämpferkavallerie ging irgendwie auch noch, oder hier die Samurai, gar kein Thema. Das war total creepy. Bin ich schon auf die anderen Dinger hier. Ich glaube, der gerne Stern da könnte noch cool werden. Freut mich auch schon. Wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.